Kinder, was geht denn bei euch ab? Junge, ihr erinnert euch sicherlich noch an die EBN 1, die ultimative Papierkanone, ja? Die war schon echt richtig fett. Auf diese Kanone folgte dann die Wäscheklammerpistole. Kabam! Und es kommt, wie es kommen musste. Ihr habt geschrieben, ich soll eine Art Crossbow bauen, ja? Aus alltäglichen Gegenständen. Und hier ist er, meine Damen und Herren. Hier fliegt er ins Bild ein. Schaut ihn euch an. Ist er nicht wunderschön? Vorne aus solchen Haarklammern für Frauen, die auch Männer benutzen können. Der Rest sind nur Eisstiele von diesem... Ich mache jetzt hier natürlich keine Werbung. Irgendwelches Eis, was eben solche Stiele besitzt. Und die Schnur habe ich mir zusammen... da könnt ihr alles Mögliche nehmen. Einfach noch eine Schnur, die möglichst durch diese Dinger passt. Ich führe euch einfach mal vor, wie das Ding hier schießt. Es geht nämlich übelst ab. Wieder Harry. Obacht! Batsch! Tut richtig weh. Man hat es nicht richtig gesehen, aber ich habe mir durch die Hand durchgeschossen. Ist natürlich herrlich, ne? Sowas macht schon Spaß. Ist wundervoll für die Kinder. Also natürlich sollten sie sich damit nicht ins Auge schießen, ist klar. Eine wunderschöne Schreibtischwaffe. Wisst ihr, im Büro, wenn euch mal der Kollege auf die Eier geht, schießt ihm einfach in die Fresse. Aber nicht ins Auge, weil das tut weh. Geh nochmal schön von der Seite. Ach du, guck mal hier. Oh. Oh, ich weiß. Jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie das Teil schießt auf Ziele. Ich weiß, man soll nicht mit Essen spielen, aber dennoch habe ich hier als Ziele Wurst und Käse genommen. Ist da Bescheid? Ich beginne einfach mal mit der Beschießung und gleich diesen übelsten Durchschlag an. Achtung! Das haut euch die Löffel weg! Ja, krass, gell? Ich weiß. Ist schon hart. Und jetzt nochmal schön. Da unten weggeballert euch. Vom Tisch geballert. So krass ist das Teil. Ich glaube, das schießt, wenn es gut fliegt, so 10, 20, 30 Meter? 100 Meter? Ich weiß es nicht. 10 Meter bestimmt. Und genau ist es auf... Lass es 5 Meter sein. Oder komm, mach 2 draus. Natürlich, ja. Natürlich ist es hierbei doch ganz wichtig, das auch in der Gefahrensituation so einfach bei sich zu haben. Und da habe ich, um einen Vergleich zu haben, habe ich da einfach mal noch ein anderes Wäffelchen mit ins Spiel gebracht. Die ist nur marginal besser. Also eigentlich gar nicht. Vom Durchschlag. Na, wie ihr hier sehen könnt. Ja. Auch nicht wirklich größer. Und ja, folgende Gefahrensituation. Ihr steht draußen und plötzlich ist ein Mann vor euch mit 2 Waffen und einem bösen offenen Mund. Und ihr wisst genau, fuck, der wird mich jetzt verschießen. Aber ihr seid ja die coolen Juckels. Und ihr habt hier bei mir diese ultimativ coole Waffe gesehen. Guck mal hier. Achtung. Ja, Vorsicht. Bam! Natürlich mit Effekt. Da habe ich auch nochmal ein zweites Mal geschossen hier. Also ich meine, Vergleich muss sein. 3-mal dürft ihr raten, welcher Schuss von welcher Waffe kam. Ganz klar, ich habe natürlich beide Male nur mit der Armbrust geschossen, weil, ja, wenn man so eine coole Armbrust am Start hat, der braucht da schon irgendeinen anderen Scheiß. Übrigens voll in die Eier. Wie ihr diese Waffe bauen könnt, seht ihr hier in dem folgenden Video. Ich habe es hier mal verlinkt. Ich dachte erst, ich mache es selbst, aber das Video ist optimal erklärt. Ich konnte es perfekt nachbauen. Da ist auch noch eine Schablone dabei, um die Sachen auszuschneiden. Also das ist kinderleicht. Es macht Spaß. Ich kann es euch... nur empfehlen, ja. Ich lege es euch fest ans Herz. Und ja, baut das Teil, macht Spaß. Und schießt euren Kollegen nicht in die Augen. Kinder, schießt euren Spielkameraden nicht in die Augen. Ich sehe das doch, dass ihr euch doch schon... Ihr schießt euch schon wieder in die Augen. Jetzt hört auf mit dem Scheiß. Nicht in die Augen, okay? Na okay, also viel Spaß mit dem Gerät. Ich habe ja einfach nochmal, ja, das ist praktisch das Nonplusultra. Ich habe mit der Waffe die andere Waffe weggeschossen. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.